Also das war ja diese Geschichte, wo ich sage, ich habe mich mit Edgar darüber unterhalten, Ja. so gewisse Themen. Und das ist sozusagen so diese Dialoge haben wir in dieses Buch gebracht, mit unterschiedlichen Ansichten und mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Ding. Es ist ein Einstiegsbuch für jemand, der sagt, ich möchte mir Gedanken darüber machen, ob das ein Weg für mich ist. Und mit welchen Dingen werde ich vielleicht konfrontiert, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, aber dass ich mich mal mit dieser Thematik beschäftige, was ist eigentlich, wenn ich meine Nase in den Markt halte? Was passiert da? Und Ja, man macht sich schon verwundbar natürlich auf eine Art. Wer sichtbar ist, wird dadurch verwundbar. Definitiv. Also wenn ich mich zeige, wenn ich meine Meinung kundtue, wenn ich sage, und jetzt sind wir wieder bei meinem Identitätsthema, wenn ich kommuniziere, wer ich bin, kann ich mich auch verwundbar mitmachen. Definitiv und angreifbar. Ohne Frage. Also dem können wir gar nicht ausweichen. Ich höre dich, ich versuche nur das Raviolität-Buch zu finden, weil das muss ich in die Kamera halten. Das finde ich so essentiell und geil. Ja, tatsächlich. Ich muss mich. Ich habe es tatsächlich oben aufliegen, weil ich es gerade gelesen habe. Dieses Buch, das ist wirklich, ich meine, man kann halten davon, was man will. Also ich finde den Titel ja sowieso geil. Und es ist jetzt, es geht nicht primär um Marketing, überhaupt nicht. Aber es geht so in die Tiefe. Und verdammt nochmal, bevor du irgendwas vermarkten willst, musst du wissen, was es ist, das du vermarkten willst. Und wenn das, was du vermarkten willst, du selber bist, finde mal raus, wer du bist. So ist es. Und das ist das. Ja. Also sorry, dass ich, aber das war, ist ja dein Produkt. Also es ist nicht ein Produkt, es ist echt eine Lebenshilfe, sage ich da. Ja. Ja, und da habe ich ja schon Rückmeldungen gehabt und ich bin die beste Rückmeldung. Also ich habe, und ganz ehrlich, ich hab dieses Buch geschrieben, zu einer Zeit, wo es mir am beschissensten ging. Ja, wie aus dem Schmerz heraus, ja. Ja. Das war so. Also das war wieder ein Moment bei mir auch, wo ich festgestellt habe, ich habe in einem tiefen Identitäts- und Rollenkonflikt mit mir gestanden, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Mhm. Und ich war wieder mit dem Thema beschäftigt, dass ich gesagt habe, was macht mich als Mensch eigentlich aus? Wer bin ich in meinen Rollen? Und warum muss ich diese Klärung haben, um die nächste Erfolgsstory mit mir zu schreiben? Mhm. Und ich benutze immer sehr gerne, auch in Vorträgen, diesen Satz, wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, was ich zu kommunizieren habe. Und ich muss mich kennen. Und das ist eines der Schlüsselfaktoren um das ganze Thema der Mensch als Marke. Ich muss wissen, wer bin ich als Mensch? Ich habe da eine schöne Metapher zu entwickelt, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Wir reden im Markt, und es gibt viele Marketer da draußen, die machen einen guten Job, alles keine Frage. Was ich immer wieder merke, ist, dass ganz viel Zeit damit verwendet wird, über das Thema Inszenierung Gedanken zu machen. Wie muss ich mich inszenieren? Wie muss Inszenierung sein? Wie muss die Inszenierung so sein, dass ich gebucht werde, dass das gekauft wird, was ich mache und und. Ich stelle ein bisschen eine provokante These auf, dass ich sage, Inszenierung ist der Betrug am Kunden. Jetzt zu der Metapher. Wobei, da will ich dann schon eine Erklärung dazu. Stell dir mal ein Haus vor. Ja. Wenn wir über Inszenierung sprechen, dann reden wir bei diesem Haus über die Außenfassade. Mhm. Wir reden bei Inszenierung darüber, wie ist der Anstrich vom Haus. Wir reden über Materialien, wir reden über Farben, wir reden darüber, welche Dachziegeln habe ich auf meinem Dach, wie sieht meine Haustür aus, wie sieht der Vorgarten aus vom Haus. Mhm. Darüber wird sich heute Gedanken gemacht. Darüber wird sich Gedanken gemacht, gehen wir mal ins Operative. Inszenierung heißt, wie muss meine Internetseite aussehen, also die Außenfassade, damit die Kunden das kaufen? Jetzt gehen wir auf meine These mal ein, dass ich sage, Betrug am Kunden. Was ist, wenn ich in die Haustür gehe und ich bin in einer Messi-Bude? Wie sieht das Haus von innen aus? Und das ist mein Ansatz zum Thema Identität, dass ich sage, lass uns mal das Haus in der Mitte aufschneiden, mal einen Querschnitt machen und reingucken. Und wir stellen fest, dieses Haus hat unterschiedliche Räume und einen Flur und vielleicht ein Treppenhaus und einen Keller und ein Dachgeschoss. Was ist da drin?
Und dann ploppen so Themen auf wie, da bin ich in einem Raum, da reden wir über, was ist eigentlich meine Motivation, dass ich das tue, was ich tue. Oder ich bin sind wir wieder beim Simon Sinek. Oder ich bin in einem Raum, wo ich mir darüber mal Gedanken mache, das ist mein Werteraum. Wie bin ich eigentlich geprägt worden aufgrund meines Wertesystems? Oh ja. Oder ich bin in einem Raum, wo ich feststelle, sag mal, welche Ziele und Visionen habe ich eigentlich mit dem, was ich tue, also mein Big Picture. Oder ich bin in einem Raum, wo ich mir die Frage stelle, was möchte ich eigentlich mit dem, was ich tue, bei anderen bewirken? Was ist eigentlich mein Wirkungsgrad meiner Tätigkeit? Und jetzt könnte ich weitermachen. Das Spannende ist, dass ich festgestellt habe, wenn der Mensch zur Marke werden will oder muss, dann reden wir erstmal nicht über die Außenfassade, sondern wir reden über die einzelnen Räume, die ihn als Mensch ausmachen. Inside out. Im inneren Kern, also wir reden über die innere Statik dieses Hauses. Und dann gehen wir her und sagen, du, wenn wir diese Räume mal uns angeguckt haben und definiert haben miteinander, was für Auswirkungen hat denn diese Erkenntnis auf die Außenfassade? Also das heißt nicht der Weg, welches Bedürfnis hat der Markt und dem biete ich dann das an, was er für ein Bedürfnis hat, sondern ich gehe her und sage, ich gehe in den Kern und so wie Anselm Grün das gesagt hat, vom Sein ins Tun. Also was heißt Sein? Sein heißt, ich kenne mich, ich kenne meine Identität, ich kenne meine Fähigkeiten, ich kenne meine Kompetenzen, ich weiß, wo meine Passion liegt, ich gehe sogar noch ein Stück weiter, vielleicht finde ich sogar meine Berufung. Und wie kann ich das nehmen und kann daraus eine Marke bilden, die in eine Sichtbarkeit kommt und dann spielt Außenfassade wieder eine Rolle. Aber erst dann. Ja, ja. Und ihr habt das ja eher schon geschrieben, es gibt ja tatsächlich ein Zitat, ihr habt das damals, ich glaube, beim Rüdiger Dahlke gehört, von Jesus von Nazareth, ja, dem Jesus, in der Offenbarung 3,16, ich habe es extra nachgeschlagen, was mich interessiert hat, der hat auch gesagt, also, man solle, also jetzt, das ist von mir das Zitat, in der Bibel steht schöner drin, lesen Sie selber nach, 3,16 Offenbarung, man solle nicht lau sein, sondern entweder kalt oder heiß, genau. denn die Lauen, die will er ausspeien. Genau. Also das hat mir gedacht, ah okay, schau, Ben Schulz wird unterlegt von Herrn Jesus von Nazareth, was jetzt vielleicht einer der größten Personality-Brands der Weltgeschichte ist. Zumindest hat er einen Bestseller gelandet, die Bibel. Seit langem Platz 1 auf Weltbest, aber Blödsinn. Aber das ist tatsächlich so. Also das ist ja so eine alte Weisheit, die halt heute wieder ganz, ganz tief in unser Bewusstsein dringen darf. Und du bist, glaube ich, einer der am deutschen Markt Vorreiter, die das jetzt damit vorantragen. Was mir jetzt noch zu dem Haus eingefallen ist, während du das erzählt hast, was ist denn deine große Vision? Wo du sagst, deshalb bin ich da, deshalb mache ich das, deshalb gebe ich jetzt das Buch raus, sprich mit dem Andreas, deshalb hören wir die Leute jetzt zu. Was willst du verändern? Was mir ganz, ganz wichtig geworden ist, ist dieses Thema, dass die Menschen anfangen, in dem, was sie tun, vor allen Dingen, wenn sie mit anderen Menschen zu tun haben, dass sie herauskriegen, warum bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich das, warum ich das tue? Und was ist das, was mich motiviert, morgens aufzustehen? Was ist das, wo ich Dinge verändern will? Und ich habe vorhin dieses Wort genannt, dieses Thema Berufung. Ja. Das ist ein sehr großes Wort. Sehr viel zu häufig genutzt. Ja, und viele benutzen diesen Begriff auch sehr oberflächlich. Dieses Leute an einen Punkt zu bringen und dass sie sich erkennen und dass sie anfangen, ihre Identität zu leben und mit dieser Identität erfolgreich werden, und zwar dann auch noch im Business. Also das hört sich jetzt fast an wie, ja, und dann sind sie auch noch erfolgreich in ihrer Unternehmung. Das ist so der Satz, der noch so hinten rankommt. Es ist fast auch so.